MX Linux installieren und für den ersten Start bereit machen. So ein bisschen pimpen, gucken, was man einstellen kann, damit es für euch auch richtig fix vorangeht. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Olaf Dressler und ich zeige euch bei diesen Tux-Tagen, wie man MX Linux installiert und wie man die ersten Schritte durchführt. Hallo, hier meldet sich der Olaf nochmal aus dem Schnitt zwischendurch. Und zwar hat es sich kurzfristig ergeben, dass ich leider nicht live hier bei den Tux-Tagen dabei sein kann und dementsprechend auch keine Live-Fragen beantworten kann. Ich möchte trotzdem die Möglichkeit geben, falls während des Videos Fragen entstehen, schreibt mir bitte eine E-Mail an tuxtage-mxlinux@olafdressler.de. Diese E-Mail-Adresse lasse ich ein paar Tage offen. Da könnt ihr mir Fragen schicken und die werde ich dann so beantworten, wie ich es euch beantworten kann, falls Fragen sein sollten in Sachen der Vorträge, die ich hier eben gebe. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es geht leider nicht anders und ich bin woanders eingespannt worden. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei den Vorträgen hier und natürlich bei den ganzen Tux-Tagen und alles Gute für euch mit der Erlebnisreise Linux. So, das ist hier der erste Start und zwar die BIOS-Variante. Was ist hier zu beachten? Und zwar hier unten. Diese Liste hier. Die kennen wenige. Ich kann hier direkt zum Beispiel mit Taste F2, mit Taste F2 kann ich hier die deutsche Sprache auswählen. Mit Taste F3 wähle ich die Zeitzone aus, die ist hier drüben, Berlin. Und schon kann ich in die Installation reinbooten. Ich switche jetzt aber noch mal den Bildschirm, weil ich euch noch zeigen möchte, wie es einem UEFI-Boot aussieht. So, das ist der UEFI-Boot-Bildschirm. Man erkennt es auch hier unten dran. Da steht es extra dran geschrieben. Und hier drücke ich jetzt einfach Enter, wenn ich denn aktiviert wäre. Und hier kann ich sofort wieder mit Enter die deutsche Sprache einstellen. Hier gehe ich dorthin, Enter und wähle noch aus Deutsch. Und dann hat er den Rest wie Tastatur und die Zeitzone auch automatisch auf Deutsch und auf Berlin eingestellt. Beim BIOS gerade eben mussten wir das eben halt mit zwei Schritten machen. So, dann gehen wir zurück zum Hauptmenü und dann sind wir jetzt hier wieder im Hauptmenü. Und jetzt starten wir mal dann die Live-Umgebung. Dass der Bildschirm jetzt hier so flimmert, das liegt daran, weil ich in einer virtuellen Maschine bin. Und er muss erstmal die ganzen Auflösungseinstellungen hier vornehmen. Deswegen sieht das Bild hier auch so etwas gekachelt aus. So, hier sind wir jetzt in die Live-Umgebung von MX Linux XFCE gestartet. Und wir haben hier einen Willkommensbildschirm. Den gehen wir gleich noch, wenn wir das Betriebssystem installiert haben, nochmal durch. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier ein Insta Linux haben. Wir können allerdings auch von hier, von Desktop aus, das installieren. Dass es hier eine seitliche Taskleiste gibt oder Panel, wie es auch genannt wird, soll nicht stören. Das kann man umstellen. So, dann klicken wir einfach hier auf Install MX Linux. Jetzt checkt er die Festplatte. So, wenn er damit fertig ist, dann haben wir hier den ersten Bildschirm. Auf der linken Seite haben wir eine Hilfe, die man sich durchlesen kann, wenn man nicht weiter weiß, was da eben halt dann gefordert wird. Und wir haben ein Live-Log. Wir können also schauen, was denn so gerade zugange ist bei der Installation. Hier kann es sein, dass ab und zu auch mal die Tastatureinstellung US noch drin steht. Hat er jetzt hier rausgenommen? Ich weiß nicht warum. Also, wenn ich meistens MX boote in der Live-Umgebung, steht hier DEUS. Und dann steht hier Änderung, da klicke ich dann drauf und dann steht hier ein US-Eintrag, den ich anklicke und dann kann ich hier mit dem Minus,
diesen US-Tastatureintrag löschen und dann gehe ich auf OK und dann habe ich wirklich auch nur die deutsche Tastatur. Nicht, dass es nachher hier irgendwie, hier gibt es eine Tastatureinstellung, dass da plötzlich die amerikanische ausgewählt wird. Dann klicken wir auf Weiter und jetzt haben wir die Möglichkeit, standardmäßig startet es so, dass hier oben das ausgewählt ist. Und ich habe, wie gesagt, eine virtuelle Maschine nur mit 30 GB. Verschlüsseln kann man hier den Datenträger auch. Dann gibt man hier noch ein Verschlüsselungspasswort ein. Und hier vorne ist eben halt ein Balken, wie kompliziert das Passwort eben halt gegeben ist. Und die Aufteilung des Datenträgers, das gehen wir hier nicht drauf ein. Dort kann man nochmal händisch den Datenträger, wenn man zum Beispiel einen Dual-Boot machen möchte oder wie auch immer, was man tun möchte, einstellen will. Aber dazu braucht man noch ein bisschen mehr Erfahrung. Verschlüsselung ist interessant, wenn ihr zum Beispiel einen Laptop habt, dann könnt ihr das hier verschlüsseln. Dann kann auch keiner mehr die Daten stehlen und die Daten sind nicht lesbar, solange man diesen Schlüssel nicht hat. Wir lassen das aber hier für diesen Part jetzt hier weg und klicken auf Weiter und dann kommen wir schon die erste Frage. Soll das denn auch wirklich so sein? Ich sage, jo, machen wir so. Und dann legt er auch schon mit der Installation los. Jetzt vergeben wir noch einen Computernamen, dann vergeben wir noch eine Computerdomain. Die könnte zum Beispiel einfach heißen Local. Dann würde der PC im Internet, im Intranet oder im internen Netzwerk als mx.local aufgerufen werden können. Samba Server für MS-Netzwerke brauchen wir hier nur, wenn dieser Rechner hier Ordner, Verzeichnisse freigeben muss, auf die ein Microsoft-Rechner zugreift. Wenn ihr ein NAS-Laufwerk habt oder sowas in der Art, dann hat es dort seine Samba-Netzwerk-Freigaben. Dafür, also wenn man woanders auf ein anderes Laufwerk von diesem Computer hier auf ein anderes Laufwerk zugreifen will, braucht man den Samba-Server nicht. Nur umgekehrt, wenn ein anderer Microsoft-Rechner hier auf diesen Rechner zugreifen soll. Workgroup lassen wir einfach mal stehen. Deutschland, Berlin eingestellt, wunderbar. Systemuhr auf Ortszeit eingestellt, das mache ich grundsätzlich. Und dann die 24-Stunden-Anzeige. Diese Dienste hier kann man noch einstellen. Wer sich hier drin auskennt, wie Druckertreiber, Bluetooth etc. pp. Ansonsten lasst ihr schön die Finger davon, lasst diesen Button einfach in Ruhe, wenn ihr euch da nicht auskennt. Klicken wir auf Weiter und vergeben einen Benutzernamen und natürlich ein super kompliziertes und schwer zu erratendes Passwort. Hier wird auch wieder ein Balken angezeigt. Die beiden grünen Felder sagen, okay, Passwörter sind identisch. Und man könnte jetzt auch noch ein Root-Konto eröffnen. Halte ich für den normalen Gebrauch nicht für notwendig, denn mit diesem Konto habt ihr auch schon sogenannte Sudo-Rechte. Das heißt, Sudo bedeutet, ihr kriegt für kurze Zeit eben halt auch Root-Rechte, damit ihr etwas installieren könnt oder am System ändern könnt. Automatisches Login könnt ihr auch aktivieren, das heißt, das bräuchte das nicht mehr einzugeben. Änderung des Live-Desktop-Speichern bedeutet, wenn ihr hier etwas dran geändert habt, ihr wolltet das euch erstmal angucken, dann habt ihr vielleicht ein Programm installiert oder ihr habt vielleicht einen anderen Desktop-Hintergrund gewählt, etc. pp. Dann könntet ihr jetzt hier in diesem Moment sagen, Haken rein, jawohl, ich möchte die Desktop-Speicherung übernehmen. Dann wird es auch alles mit installiert. Finde ich eine sehr gute Sache. Habe ich noch nirgendwo bei keiner anderen Distribution gesehen. So, ich habe jetzt schon so viel gelabert hier oben. Er ist schon fertig mit der Installation. Er pausiert für erforderliche Bedieneingaben. Ich klicke hier mal auf Weiter und dann macht er auch schon weiter. Und dann lassen wir das nochmal zu Ende gehen und dann starten wir den Rechner gleich mal neu. Ja, da ist er dann auch schon fertig. Das hat jetzt roundabout, was weiß ich, 5 Minuten gedauert. Aber wirklich ruckzuck, so eine schnelle Installation sehe ich höchst selten. Automatisch wollen wir das Ding natürlich auch neu starten. Das machen wir auch. Und das mache ich jetzt hier auch. Und dann sehen wir uns gleich beim ersten Bootbildschirm wieder. Und dann erzähle ich mal ein bisschen zu diesem Bootbildschirm.
Das ist der Eintrag, den man eben halt ganz normal auswählt. Hier kommen wir zu den Advanced Optionen, also erweiterte Optionen. Und hier kann man noch einstellen, also mit Enter bin ich da jetzt reingegangen, ob wir mit dem normalen System booten oder mit Systemd. Was hat es damit auf sich? Und zwar MX Linux basiert auf Antix. Und Antix hat sich auf die Fahne geschrieben, wir booten nicht oder wir arbeiten nicht mit Systemd. Wir sind Systemd frei. Systemd ist ein Init-System, was nach dem Grub kommt. Also man hat ja erstmal das BIOS bzw. UEFI, damit der Computer überhaupt weiß, wie die Hardware-Geräte miteinander zu tun haben und wie die Hardware dann auch noch mit dem Betriebssystem arbeitet, braucht es ein sogenanntes Init-System. Und dieses ist heute weit verbreitet Systemd. Und manche mögen das nicht, manche Distributionen, und sagen einfach, wir bleiben bei dem alten, wo wir früher waren. Und hier, dieses Wort braucht ihr euch nicht zu merken, das heißt bei MX heißt es sys v init, also sys v init geschrieben. Es funktionieren alle Programme auch damit. Einige Dienstprogramme funktionieren nicht damit. Wenn man die allerdings braucht, dann sagt das System schon Bescheid, oder wenn man irgendwas in den Foren gefunden hat, dann wird man auch gesagt, aktiviere bitte Systemd. Systemd ist automatisch mit drin, ist aber nicht aktiviert. Ja? Wir starten hier auch ganz normal in das normale System. Ich gehe jetzt aber hier erstmal mit Escape wieder zurück in das Hauptmenü. Dann hätten wir hier nämlich noch einen Memory Test und wir können hier noch ins System Setup, sprich in das BIOS oder in das UEFI, je nachdem, was für ein PC ihr habt. Wir starten jetzt hier ganz normal. So, dann melde ich mich jetzt hier einfach mit meinem Passwort an und bin jetzt hier in der MX-Oberfläche von XFCE. Das allererste, was wir machen müssen, bevor wir uns hier auf den Bildschirm, auf den Willkommensbildschirm machen, haben wir hier oben gerade auch schon rechts eine Meldung gehabt und die gleiche Sache haben wir auch hier unten. Das ist dieses kleine grüne Kartönchen hier. 108 neue Aktualisierungen. Und die werde ich jetzt einfach mal durchgehen bzw. erledigen lassen. Ich zeige euch eben, wie das geht. Erstmal zeige ich euch, wenn ihr diesen grünen Kartönchen hier seht, könnt ihr einen Rechtsklick drauf machen. So, der erste Punkt ist, das ist das gleiche, als wenn man normal mit der linken Maustaste draufklicken würde, anschauen, aktualisieren. Man könnte auch auf Synaptik wechseln. Das ist auch ein Paketmanager. Man könnte jetzt auch noch den Installer, den gucken wir uns gleich auch noch an. Den Verlauf auf Aktualisierung prüfen kann man auch noch mal. Den Updater-Hilfe aufrufen, Synaptik-Hilfe, die Einstellungen, das bedeutet, wie sollen die Aktualisierung erfolgen, ja. Dann hier können wir auch noch ein bisschen hier rumspielen mit den kleinen Zeichnungen hier. Das soll uns aber jetzt nicht interessieren, weil da habe ich noch nie was dran eingestellt. Also wir klicken jetzt hier einfach mal mit linker Maustaste drauf, dann eröffnet sich ein neues Fenster, wo dann die ganzen Updates drauf sind. Ziemlich viel, ja, 108 Stück. Und ich mache mir hier unten den Haken rein, dass er alle Fragen automatisch mit Ja beantwortet, aber das Fenster soll er anschließend nicht schließen. Aktualisiere, dann fragt er noch mein Passwort ab und ich werde jetzt das Video hier pausieren und melde mich dann gleich wieder, wenn das Update entweder eine Meldung hat oder wenn es fertig ist. Da ist dann die Aktualisierung auch vollständig. Auf jeden Fall steht es ja da wunderbar, Taste zum Schließen drücken, das machen wir dann auch, wenn wir dann hier mal den Bildschirm aktiviert haben. So, jetzt haben wir es aber. Dann kommen wir zum Willkommensbildschirm. Man kann sich den Willkommensbildschirm hier anschalten, damit er bei jedem Start auch erscheint. Also standardmäßig ist der Haken hier raus. Hier haben wir dann einmal Welcome und einmal Über.
Und man sieht hier schon, dass es leichte Übersetzungsprobleme gibt. Hier haben wir noch eine Überschaltfläche. Dort sehen wir unsere Informationen hier von unserer Hardware auch ein bisschen was. Und ganz wichtig, eine Schaltfläche hier, Quick System Info Full Report. Dies braucht ihr, wenn ihr bei MX Linux etwas ins Forum posten wollt. Dort sollt ihr nämlich bei eurem Post immer dieses Quick System Info mit posten. Und wenn ihr da drauf klickt, dann wird eben halt ein Befehl ausgeführt. Baut dann hier eine Liste auf mit den ganzen Hardware Konfigurationen und natürlich auch, was für Repos dahinter stecken und so weiter und so fort. Und dann kann man sich das einmal hier kopieren für das Forum und man kann sich das natürlich abspeichern auch an einen gewissen Ort. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Willkommensbildschirm. Wir haben hier einmal eine FAQ als PDF. Die kann man hier drüber auch erreichen. Das ist ein und dasselbe. Wir haben ein Benutzerhandbuch als PDF und das auch in der deutschen Variante. Das sieht man nicht oft, aber man sieht auch, wenn man da liest, das ist mit einem Standardübersetzer übersetzt worden. Ich glaube, da steht auch irgendwo, dass das mit einem Übersetzer, ich glaube mit DeepL, da ist es, da steht es, mit DeepL wurde das übersetzt. Aber das macht der Sache ja keinen Abbruch. Ich finde schon mal die Bemühungen dahin, finde ich schon mal ein echtes Pluspunkt. Ja. Obwohl hier nicht alles in super Englisch in super Deutsch übersetzt wurde. Dann haben wir noch ein Wiki. Das geht auf die Seite von MX Linux. Und hier sehen wir das Wiki natürlich auch in Englisch. Aber man kann es hier einstellen, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Dahinter steckt höchstwahrscheinlich die Google Translator oder wer auch immer. Und wenn man das hier nicht sieht, dann hat man hier unten auch noch die Möglichkeit, seine Sprache einzustellen. Finde ich eigentlich sehr interessant. Finde ich nicht interessant, finde ich cool. Denn vieles Englisch verstehe ich auch noch nicht. Also passt. Tools, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und auf die Tweaks gehen wir auch noch ein. Die kann man von hier aufrufen. Allerdings kann man die auch hier über dieses Menü aufrufen. Das Forum. Einen kurzen Blick können wir drauf machen. Ist natürlich auch in Englisch. Und wir können das allerdings hier auch aussuchen, dass es auf Deutsch angezeigt wird. Ich habe allerdings Erfahrung gemacht und auch von einem Entwickler hier Bescheid bekommen. Wenn du etwas auf Deutsch schreibst, dann wird das automatisch ins deutsche Forum geschrieben. Dann wird aber auch meistens nur von den deutschen Leuten das gelesen. Wenn man ein Problem geklärt haben möchte, sollte man sich Mühe geben, mit einem Übersetzer zu arbeiten. Google Translate oder wer auch immer, vielleicht auch DeepL Translate, wer nicht auf Google steht, und das dann ins Deutsche übersetzen lassen. Ins Englische. In Deutsch schreiben und dann ins Englische übersetzen lassen, kopieren, einfügen. Weil dann wird das natürlich auch von den Herren Entwicklern und so weiter gelesen. So, das dazu. Videos haben wir auch. Wir haben von dem Spokesman, so nennt MX Linux diesen Menschen, der nennt sich Dolphin Oracle, ein ganz witziger Name. Und da gibt es einige Videos, die hier nach YouTube verlinken, die allerdings auch nur auf Englisch sind. Beitragen kann man den eben halt auch. Populäre Programme, da kommen wir gleich zu. Populäre Programme ist einfach der Paketinstaller, den man hier hat. Und dann haben wir hier eine Tour, die möchte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist auch seit der Version 21.1, glaube ich, jetzt drauf. Allerdings auch nur in Englisch. Na gut, hier wird so ein bisschen die Geschichte erzählt. Hier wird erklärt, das Panel. Das Whisker-Menü, dieses Ding hier, die Taskbar etc., der Conkey, sehr schön gemacht, finde ich. Ja, da kann man sich die ersten Infos holen. Ist echt eine klasse Sache. Aber jetzt habt ihr ja das Video hier von mir. Passt auch, ne? Ja, das ist eigentlich so der
wichtigste Part hier. Dann gehen wir mal auf Schließen und dann wollen wir mal uns das erste angucken, und zwar sind das die Tweaks. Finden wir hier unten in der Leiste bzw. im Menü Tweak, und das rufen wir uns mal auf. Und hier ist der erste wichtige Punkt, den ich euch zeigen will. Und zwar gehen wir hier nochmal auf diese linke Leiste ein, die gewöhnungsbedürftig ist. Ich finde die Idee nicht schlecht. MX sagt, der Bildschirm ist breiter als hoch. Und die Bildschirme werden meistens auch noch breiter. Das heißt, wir haben in der Breite mehr Platz als in der Höhe. Deswegen machen wir die Leiste nach links oder auch an die Seite auf jeden Fall. Allerdings machen Sie den Menüpunkt hier unten hin und den Ausschaltpunkt hier oben hin. Ist ein bisschen unglücklich gelöst, meines Erachtens. Nun gut, aber MX hat sich gedacht, dann soll sich doch der User das umbauen. Allerdings soll er nicht jetzt hier 1000 Klicks machen, sondern er macht einfach nur einen Klick. Hier, Leiste waagerecht anzeigen, und zwar nach unten, und dann klicken wir auf Anwenden. Und dann baut das MX für uns selber um. Und was kann man noch machen? Wir können, wenn wir hier die Leiste zwischenzeitlich geändert haben mit den Einstellungen, können wir diese aktuelle Leistenkonfiguration sichern. Wenn wir wollen, können wir auch auf die Standardleiste wieder zurück. Das heißt hier, diese linke. Ne? Eine Sache finde ich eine sehr gute Lösung. Man kann das auch händisch erreichen. Man kann hier mit Rechtsklick, Leiste, Leisteneinstellungen und hast du nicht gesehen, alles an die Position packen, wo man sie hinhaben möchte. Aber man muss erstmal ordentlich klicken. Dann das Dock-Like. Das Dock-Like ist hier. Das sind die angehefteten Programme. Dieses Dock-Like gibt es nicht. Ich habe es noch bei keiner anderen XFCE-Distribution gesehen. Das Docklight kommt von XFCE, also von der Community, ist aber noch nicht komplett implementiert worden, sondern kam erst später raus als diese XFCE-Oberfläche. Und MX hat sich die Mühe gemacht und hat das noch mit reingebaut. Was ist der Vorteil davon? Und zwar, ich habe hier sofort die Startschaltflächen, die Startprogramme kann ich hier reinpacken. Denn der Unterschied, das möchte ich euch noch mitbringen, mitgeben, ich kann auch zum Beispiel ein Programm, nehmen wir mal jetzt hier LibreOffice, kann ich hier auswählen mit einem Rechtsklick und zur Leiste hinzufügen. Das hier, das ist das Standardverfahren von XFCE, hat nichts mit Doc-like zu tun, also nichts mit diesem hier. Und wenn ich jetzt hier zur Leiste hinzufügen klicke, dann seht ihr, dass hier unten nichts passiert. Aber jetzt wandert mal unser Blick hier weiter rechts rüber. Da unten rechts ist jetzt das Icon angekommen. Das ist XFCE typisch. Jetzt müsste ich noch hingehen, Rechtsklick, verschieben, und jetzt, ich drücke keine Maustaste, sondern ich wandere hier einfach nur, und dann kann ich hier nochmal klicken und dann ist das Icon hier. Ist aber nicht mit dem Dock-Like verbunden. Denn wenn ich jetzt hier das Icon hier von LibreOffice Writer drücke, das dauert ein kleines Momentchen, dann öffnet sich jetzt noch ein weiteres. Dadurch, dass ich hier drauf gedrückt habe, erscheint es nämlich im Dock-Like, in der Dock-Like-Taskbar. Ja? Und in anderen Distributionen ist es so, dass hier sich nochmal ein weiteres Fenster öffnet mit noch einem Button für LibreOffice. Diejenigen, die das Dock-Like zum Beispiel nicht haben. Das ist eine kleine Exkursion. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr das testet. Wenn ihr das jetzt noch nie gesehen habt, scheint euch das jetzt erstmal ein bisschen zu überfordern, aber ihr werdet das schon erkennen. Rechtsklick mache ich den jetzt erstmal weg. Denn wie gehe ich am besten mit dem Dock-Like um? Ich muss mir am besten erstmal das Programm aufrufen, dass das einmal gestartet ist. Dann erscheint es nämlich automatisch im Dock-Like. Und dann kann ich einen Rechtsklick drauf machen und sagen, ans Dock anheften. Dann ist es jetzt immer drin, ja, und es geht nicht mehr verloren, bis ich es ändere. Ja, also das ist der Unterschied zum Dock-Like. Dann kann ich hier in diesem Dock-Like eben noch Einstellungen machen, wie zum Beispiel verschiedene Dinge hier. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren.
Indikatorstil. Das heißt, entweder habe ich hier so kleine Rechtecke, wie man hier sieht, ja, diese kleinen Tüttelchen, die da sind, ja, diese blauen, orangenen, kann ich auch als Circles machen, ja, dass da Kreise oder Punkte sind. Ja, wie auch immer kann ich das einstellen. Und ja, was hatten wir? Wir hatten Rechtecke, ne? Ja, genau. Und der aktive Indikator und der inaktive Indikator heißt, wenn ich, ja, das ist jetzt hier inaktiv, das Orangene, und das Blaue ist aktiv. Ne? Oder umgekehrt. Jetzt habe ich beide minimiert. Und so weiter und so fort. Man kann hier noch einige Einstellungen machen. Wenn man hier in diesem Doc-Like was hin und her schieben möchte, geht das leider nicht einfach mit der Maustaste, sondern man muss die Alt-Taste festhalten dabei. Ne, die Steuerungstaste, Entschuldigung. Die Steuerungstaste muss man dabei festhalten und dann kann man das verschieben. Ja, ist eine kleine tricky Arbeit, aber nun gut. Dann kann man hier im Tweak das Thema ändern, also das Theme, was wir hier sehen. Ich muss sagen, das von MX, das ist, naja, okay. Man kann damit leben, es ist schicker als das XFCI Eigenmarke. Aber hier ist dieser blaue Rand, der gefällt mir nun gar nicht. Und auch dieser Wallpaper, naja, der hat sich, ist mir ein bisschen zu viel geworden. Aber das Theme jetzt erstmal zu ändern, kann man hier an der Stelle ganz einfach, indem man zum Beispiel hier vorgefertigte Themen ausprobiert. Zum Beispiel Graybird MX, klicke ich auf Anwenden und dann packt er alles auf dieses Theme um. Ja, sieht dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Was kann ich noch machen? Hier ist ja eine kleine Auswahl drin. Ich kann natürlich auch alles selber auswählen, wenn ich hier zum Beispiel hier drauf Bock habe. Ja, dann kann ich das auswählen und dann stellt er die Sachen auch sofort ein. Ja, da muss ich nicht großartig warten. Und wenn ich hier was ausgewählt habe und mir das gefällt, dann kann ich diese Einstellung hier oben drin abspeichern, indem ich hier rein klicke, Namen vergebe und dann bin ich auch hier drin. Und wenn ich darauf keinen Bock mehr habe, dann wird das einfach hier Thema entfernt. Olaf D. Fertig. Fertig. Ne? So, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück auf diese Variante hier. Na, jetzt habe ich Dark ausgewählt, das wollte ich nicht. MX normal, so, das war's. So, da sind wir wieder. Natürlich kann ich das in XFCE auch über die Einstellung machen. Ich zeige es mal ganz kurz hier über die Erscheinungsbild. Und dann hier die Oberfläche, dann die Symbole. Dann muss ich allerdings hier wieder zurück in die Fensterverwaltung und hier auch noch das Design anstellen. Das kann ich hier direkt alles in einem machen und es sind welche vorgefertigt. Kompositor, das lassen wir einfach so, wie es ist. Da würde ich auch niemanden dran empfehlen, dran zu gehen, der sich damit nicht auskennt. Bildschirm. Da haben wir die Möglichkeit, das ist anders als sonst bei XFCE. Und zwar können wir hier unter Anzeige, können wir hier die Stufen einstellen, das sind die Vergrößerungsstufen. Hier geht es aber nur ins Positive, das heißt es wird größer. Hier können wir sogar noch ins Negative gehen, das ist die Helligkeit, sorry. Hier können wir sogar noch ins Negative gehen. Ich mache das mal vor, es könnte sein. Ah, es funktioniert sogar. Ja, ich habe jetzt hier meine Monitorauflösung 1920x1080, habe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen skaliert. Es wird etwas unscharf, aber ich kann es tun. Das finde ich einfach nur eine gute Sache. Hier können wir die Einfach- oder Doppelklicks aktivieren, Desktop-Vergrößerung aktivieren, das ist mal ganz interessant, mit gedrückter Alt-Taste. Ja, scheint hier nicht zu funktionieren, weil vielleicht in der virtuellen Maschine, aber man könnte hier jetzt den Desktop vergrößern mit gedrückter Alt-Taste und mit dem Mausrad. Bei der KDE-Variante mit dem KDE-Desktop sieht das Tweak-Programm so ein bisschen kleiner aus. Logisch, weil viele Dinge hier, wie auch Kompositor,
Bildschirm, das ist alles, geht auf die XFCE-Einstellungen und das hier auch, das geht auf die XFCE-Einstellungen. Die gibt es natürlich in KDE als andere Einstellungsvarianten und deswegen kann man das hier nicht einstellen. Was man unter KDE einstellen kann, ist Sonstige und auch die Konfigurationsoption. Gut, das war's zum Thema Tweak. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar die Werkzeuge. Das ist das, was MX Linux eigentlich interessant macht, die MX Tools, die Werkzeuge. Dass die beiden besonderen Tools sind die Live-USB-Erzeugung. Die gibt es auch in anderen Distributionen. Das ist jetzt nun kein Hexenwerk. Was aber viel interessant ist, dass es dieses hier gibt. Full-Featured Mode Rewritable oder Writable Live-USB. Jeder bis jetzt kennengelernte USB-Writer, USB-Image-Ersteller hat nur diesen DD-Mode. Das heißt, er kopiert das rüber und dann ist der USB-Stick auch gesperrt. Das heißt, also ich kann dort nichts abspeichern, wenn ich das Live-System gebootet habe. Bei MX kann ich sogenanntes Persistent Mode machen, einen sogenannten Persistent Boot. Das bedeutet, das geht allerdings nur mit diesem Full-Featured Mode. Das heißt, der USB-Stick muss noch beschreibbar sein. Und wenn er das nicht ist, dann kann ich nicht persistent. Persistent heißt, ich kann live booten, kann dort Änderungen vornehmen und kann den Rechner wieder runterfahren. Und beim nächsten Mal booten ist das, was ich geändert habe, noch gespeichert. Das ist persistent. Und das habe ich noch bei keinem anderen USB-Stick Ersteller gesehen. Schnappschuss. Ich mache keine Sicherungen hier mit MX. Ich nutze es natürlich logischerweise selber auch. Ich erstelle mir immer einen Schnappschuss. Den Schnappschuss, er macht vom System einen Schnappschuss und sagt, hör mal zu, so viel ist das, das hast du am Platz, da wird es hingespeichert und dann wird es benannt. Und dann kann ich noch ein paar andere Infos noch selber händisch hinzufügen. Und eventuell das Verzeichnis noch ändern. Und dann macht er mir vom gesamten System einen Schnappschuss als ISO-Datei. Und diese ISO-Datei kann ich dann wiederum mit der Live-USB-Erzeugung, mit dem Full-Featured-Mode auf einen USB-Stick und habe ein fast vollwertiges Betriebssystem auf einem USB-Stick. Natürlich kann ich auch ein Betriebssystem auf einen USB-Stick speichern. Das könnte ich auch. Ich kann es dort installieren, aber dann kann ich es nicht auf einen anderen Rechner starten. Mit einem Live-USB kann ich den an einem Rechner starten, an dem ich will. Punkt. Ja, das kann an dem Rechner funktionieren, kann an dem Rechner funktionieren, ist ja klar, weil sämtliche Installationsdateien oder sämtliche Treiber, Hardwareinformationen und so weiter, also alles auf dem USB-Stick drauf, das wird ja bei jedem Booten gestartet. Natürlich dauert der Boot immer wieder ein bisschen länger, ist klar, von einem USB-Stick, aber ich habe ein Betriebssystem für die Hosentasche. Das soll mal einer nachmachen. Mit diesem Schnappschuss könnte ich auch sagen, so, ich habe jetzt mein Betriebssystem hier, das möchte ich gerne übertragen auf meinen Laptop. Damit ich am Laptop aber nicht schon wieder neu installieren muss, alles einstellen muss, ganzen Konfiguration machen, mache ich einen Schnappschuss. Der lädt mir alles in diese ISO-Datei. Ich stecke den USB-Stick in meinen anderen Rechner und installiere dort das System. Natürlich installiert er dann die Treiber von dem System, ist ja auch klar. Das funktioniert schon. Ja, wir können hier ein CH-Root oder Shroot Rescue Scan machen. Das ist aber nur für, habe ich selber noch nicht genutzt, für wenn man gar nicht mehr weiterkommt, wenn es nicht mehr bootet. Ein Disk Manager habe ich hier. Ich kann hier sagen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hier noch eine Festplatte haben sollte, kann ich da noch einen Haken draufsetzen. Ja, könnte das aktivieren und dann wird er immer beim nächsten Mal mitgebootet. Ich muss also nicht in die berühmte FS-Tab-Datei rein,
und das dann noch reinschreiben, sondern ich kann es hiermit aktivieren. Boot-Optionen, die gucken wir uns mal an. Und zwar, hier wird es ganz interessant dafür, ich habe ja, wer sich noch daran erinnert, das erste Mal booten des installierten Betriebssystems, da haben wir ja verschiedene Varianten gehabt, da zu booten. Ich bin da kurz reingegangen und habe gesagt, wir haben das SysWindet und das SystemD. Und zwischenzeitlich durch das Update haben wir natürlich jetzt nicht nur ein Kernel drauf, sondern sogar noch einen zweiten Kernel bekommen. Kernel gibt es jetzt trotzdem, weil er nochmal modifiziert wurde. Das ist der normale Kernel mit der SysWindet und das ist der Kernel mit SystemD. Und wenn man jetzt standardmäßig immer wieder mit dem Kernel hier starten möchte, dann klicke ich den an, damit er hier oben drin steht. Ich könnte sogar noch die Sekundenzahl runterdrehen, damit der Bildschirm also schneller durchbootet. Und dann klicke ich auf Anwenden und dann wird hier Grub aktualisiert. Ich muss also nichts hier mehr großartig einstellen. Das wird alles von denen hier gemacht. Hier könnte ich zum Beispiel auch das Thema ändern, das Splash-Thema. Ihr habt vorhin gesehen, dass dort ein grauer Hintergrund mit einem grauen X und lila Balken da war. Das können wir uns mal kurz anschauen. Das sieht nämlich so aus. Ja, so sah das aus, wer sich erinnern kann. Ja, das ist eine kleine Vorschau. Und hier kann man jetzt was anderes einstellen, wie zum Beispiel diesen BGRT-Vorschau. Das ist nämlich nur hier so ein drehendes Rädchen und mit dem Logo des Mainboard-Herstellers. Ja, auch eine Möglichkeit. Und ansonsten würde ich nichts dran ändern. Also hier die Liste einstellen, mit welchem BIOS, mit welchem Kernel ich booten will. Und hier einstellen den Splash-Screen, wer möchte, ja, damit das ein bisschen schicker aussieht beim Booten. Bootreparatur wird ausgeführt, wenn man beim Booten Probleme bekommt. Dann kann man hier noch genaueres machen. Da gehe ich jetzt aber jetzt nicht drauf ein. Es ist die Möglichkeit, den Grub zu reparieren. Ich habe es auch schon mal benutzen müssen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie. Ich habe eine Anleitung im Forum genutzt und dann passt das auch. Und da muss man nicht ein neues System aufsetzen, sondern man hat es repariert, auf Deutsch gesagt. Ja, dann Cleanup. Hier kann man auch verschiedene Sachen löschen. Guckt euch dafür auch das Benutzerhandbuch an, ja, oder FAQs, wenn man das machen möchte. Ich lasse es immer mal wieder machen. Ich stelle hier auch, glaube ich, gar nichts großartig ein. Dann klicke ich auf Anwenden und dann wird das aufgeräumt. Ja. Dann hat er 1 MB jetzt freigegeben. Und hier unten haben wir in dem vorigen Video schon gezeigt, wir haben jetzt hier zwei Kernel installiert. Wir könnten jetzt noch einen deinstallieren. Das mache ich aber nicht, weil ich immer gerne, ja, wenn der eine Kernel nicht funktioniert, dann kann der andere noch genutzt werden, um Reparaturen durchzuführen. Menü-Editor, das ist auch das gleiche wie hier unten, dass man das Menü bearbeiten kann. Ja. NVIDIA-Treiber kann man hier installieren lassen, geht vollautomatisch. Codex-Installer ist etwas, was ihr machen solltet. Ja, auf jeden Fall. Das gehört zum Punkt, den man machen soll. Und zwar sind Debian-basierte Distributionen meist auf Free and Open Source. Und es gibt Dinge wie ein paar Codecs, damit man Videos vernünftig abspielen kann, beziehungsweise überhaupt abspielen kann, etc. pp. Braucht man sogenannte Videocodecs. Oder auch CDs, wenn ihr noch einen älteren Rechner habt. Und deswegen muss man einmal diese Codecs installieren, weil die proprietär sind. Hat sie die Distribution, in diesem Falle MX Linux, nicht automatisch installiert, sondern es wird nachinstalliert. PGP-Schlüssel kann man nochmal fixen. Das ist das, was man braucht, wenn man sich zum Beispiel Updates runterzieht oder Upgrades. Man kann sogar ein sogenanntes iDevice, sprich iPad, iPhone etc. mit Leichtigkeit hier mounten bzw. anschließen. Da soll es wohl auch Probleme geben. Ich kann da nicht mitreden, weil ich so ein Gerät nicht habe, aber ist ja mal interessant.
und natürlich ein USB formatieren und nochmal die Quick System Infos. Also eine richtiges, einen richtigen Rucksack, einen riesen Rucksack voll mit Werkzeugen, die man hier noch haben kann. So, wir gehen nochmal auf den MX Repo Manager ein. Und zwar könnt ihr hier bestimmen, von wo die Repositories bzw. die Bibliotheken bzw. Pakete geladen werden. Standardmäßig ist hier RWTH Aachen, Halifax, ausgewählt. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Server manchmal Probleme hat, erreicht zu werden. Keine Ahnung warum. Ich persönlich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung, muss jeder entscheiden, wie er möchte. Ich gehe auf einen amerikanischen Server und ich wähle hier den LA MX Repo aus. Also das ist meine persönliche Empfehlung, da gehe ich immer drauf. Und beim nächsten Update wird er sich dann die Pakete von da aus ziehen und auch die Sicherheitspakete. Na Quatsch, die Debian-Repos bleiben ja hier gleich, nur eben halt die MX-Pakete wird er sich dann hier von LA ziehen. Ja? Das ist meine persönliche Meinung. Dann eine Kleinigkeit, ihr habt gerade das Terminal-Fenster kennengelernt. Wer da mal drauf zugreifen muss, kann sich natürlich den hier auch immer aufrufen und dann hier am besten hier unten ins Dock anheften, ja, vielleicht auch noch ein bisschen verschieben. So, aber wenn man zwischendurch mal was machen möchte, kann man hier in MX auch die Taste F4 drücken und das Terminal kommt hier oben vom Bildschirmrand runter geploppt, gedroppt. Ja, nochmal F4 drücken, verschwindet es. Und man kann es hier natürlich auch noch einstellen. Ja, das als kleine Info, wer mit dem Terminal gerne oder oft arbeiten möchte oder muss. Dann würde ich jetzt zum nächsten Thema kommen und zwar zum Paketinstaller. Der ist nämlich etwas anders als andere. Wir haben hier keine schöne GUI-Oberfläche, sondern eben halt ein bisschen was Spartanerisches, aber funktionabel und ich finde sehr, sehr gut. Ich brauche dieses Bunte nicht unbedingt. Wir haben hier oben einmal die beliebten Anwendungen. Dort ist alles, was eben halt beliebt ist. Wer diese Entscheidung getroffen hat, kann ich nicht sagen. Aber hier findet man schon viele Programme drin. Und das allererste, was ihr machen solltet, wenn ihr den Paketinstaller aufgerufen habt, sucht bitte nach Sprachen. Hier sind sie. Und dann scrollt ihr hier runter nach German. Ja? Dann wird hier alles Sprachmetapaket, ich klicke immer alles an. Ja, sicher ist sicher. Mehr ist mehr. Mehr ist alles drin. Auf Installieren. Und dann lasse ich erstmal die Sprachpakete installieren. So, da habe ich sie dann alle installiert. Also das schreibt euch auf die Fahne, macht es. So, also wie gesagt, man kann hier die aufklappen, die Kategorien und dann sagen, so das möchte ich installieren. Was man hier nicht findet, findet man in der kompletten Übersicht, das ist dieses hier, stabile Repository. Das ist einmal Debian und dazu kommen auch ein paar Pakete, die MX Linux nochmal zusätzlich pflegt oder maintained oder developed oder entwickelt, wie man es auch nennen möchte, die also sagen hier, das Debian-Paket ist etwas zu alt, wir machen mal was Frischeres. Dann haben wir MX Test Repositorium. Das hat nichts mit Debian Testing zu tun. Debian Testing ist nochmal was ganz anderes. MX holt sich aus den Debian Testings eventuell und aus den Backports, holt es sich Pakete und entwickelt es selber nochmal neu und packt es dann in deren Test Repository rein. Und da gibt es auch extra eine Meldung hier, da aufpassen, ne? Es könnte sein, dass das nicht gerade funktioniert. Und man sieht das immer gerne hier mit diesen MX21 dahinter. Dann haben wir die Backports, das ist auch wieder so eine Meldung, ja, dass das Testing enthält und dass dann eben halt die Produkte nicht richtig und die Pakete nicht richtig funktionieren können.
Und dann haben wir noch Flatpaks, die sind automatisch aktiviert. Das finde ich eine sehr gute Sache. Das heißt, Debian ist ja bekannt dafür, dass die Programme, die Pakete nicht mehr ganz so aktuell sind. Und wer aktuellere Pakete, Schrägstrich Programme braucht, der kann hier drüber über Flatpak sich das Paket besorgen, ohne dass er kompliziert Flatpak installieren muss, aktivieren muss und so weiter. Na? Ist eigentlich auch eine sehr gute Sache. So, das dauert immer ein bisschen, wenn er das hier sich initialisiert. Okay, so, die Zeit ist schon wieder rum. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Sie ist rasend schnell rumgegangen. Ich könnte so viel noch erzählen, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Geschmack gemacht auf MX, zumindest ist einfach mal zu probieren. Wer sich als Anfänger dran traut, bitte macht es, ihr könnt nichts falsch machen. Es gibt immer noch andere Distributionen, wo man wieder dann zurückgehen kann, wenn man möchte. Ja? Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beibringen können, beziehungsweise was zeigen können. Es hat euch Spaß gemacht, es war informativ. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag oder schöne Resttage hier bei den Tux-Tagen. Informiert euch, holt euch Infos. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Olaf. Ciao.